Moin moin liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer FIFA 16 Karriere mit Werder Bremen. Ja, letzte Folge haben wir ganz bitter 0 zu 3 gegen Wolfsburg verloren. Muss man einfach sagen, wir haben nicht schlecht gespielt, nicht gut gespielt, wir haben schlecht gespielt, so wollte ich sagen. Defensiv, ja, standen wir zu unsicher. Dreimal kam Wolfsburg vors Tor und die dreimal war der Ball dann auch drinne. Das darf so nicht sein, da müssen wir konsequenter verteidigen. Ja, dann, das dritte Tor war dann auch irgendwie ganz unglücklich, so ein Ping-Pong-Ding und dann war er auf einmal drinne. Gut, kann man nichts machen, müssen wir abhaken. Wir gehen mal in die Aufstellung rein, denn gegen Mainz werden wir heute simulieren. Da lasse ich dann mal Johansson vorne spielen von Anfang an. Ja, als Tonali lassen wir auch ran. Czerny und Gerson dürfen. Kirchhoff und... Ja, geben wir geben Fröde mal die Chance. Rechts lasse ich dann Zander mal ran. Links Sternberg. Vestergaard wollte sowieso eine Pause. Da wollen wir Leukemia ja öfter reinbringen. Ja, und Czerny hat aber nicht so die Ausdauer, ne? Lass ich Aicicek mal spielen. Ja, und das dürfte auch passen. Machen wir das mal so. Gegen Mainz werden wir jetzt in die Simulation reingehen und hoffen natürlich dann, dass wir das Ganze gewinnen können. Mainz steht, wenn wir mal reingucken, auf dem 17. Tabellenplatz. Also nicht besonders gut. Da sollten wir auf jeden Fall dann ja doch die Chance haben, würde ich behaupten. Ja, gehen wir rein ins Spiel, in die Simulation. Es ist in Mainz, von daher müssen wir mal gucken, ob wir da auswärts ja, stärker aufbauen können. Und Johansson direkt mal in der vierten Minute den Elfmeter verschossen, als Tonali mit einer gelben und Zimling verletzt sich bei Mainz. Ja, de Blase ist heute nur auf der Bank gegen seinen Ex-Club erstmal und Johansson macht da vor der Halbzeit das 1-0 und Córdoba nach der Halbzeit dann das 1-1 und als Tonali mit der erneuten Führung für uns in der 55. So, 80 Minuten gespielt. Und das ist echt knapp, Jungs. Ah, mit Biegen und Brechen. Vier gelbe Karten auf unserer Seite. Zander, Pavlovic, Kirchhoff und Öztunali. Und wir haben nicht einmal gewechselt. Ich weiß nicht, warum nicht gewechselt wurde. Anscheinend waren alle fit genug. Ja, Fröde hat sich anscheinend auch ganz gut angestellt. Zumindest ist er da ohne Karte ausgekommen und musste auch nicht ausgewechselt werden. Von daher war er ja auch nicht überdimensional schlecht. Ja, wir gewinnen gegen Mainz. War eigentlich auch ein Pflichtsieg, muss man ganz klar sagen. Und ja, in die Tabelle gehen wir nicht, sondern in diese hier. Mainz weiterhin dann auf dem 17. Platz. Und wir rutschen nach 11 Spielen auf dem 4. vorerst hoch. Aber die anderen haben ja natürlich noch ein paar mehr Spiele, ja, Wolfsburg und wir sind die einzigen beiden Mannschaften, die schon 11 Spiele haben und Wolfsburg kann wieder gewinnen. Ja, die setzen sich da so ein bisschen ab und die Münchner, ja, 14 Punkte, nicht so gut, will man mal sagen. Dortmund 12 Punkte nur, aber die haben ja auch zwei Spiele weniger als wir und ein Spiel weniger als Bayern. Und von daher ist das da alles noch relativ harmlos und wir stehen echt gut da. Muss man einfach so sagen, wir machen zwar nicht viele Tore, ja, wir gewinnen jetzt nicht besonders hoch, aber wir gewinnen. Wir sammeln Punkte und 19 an der Zahl nach 11 Spielen, das ist schon echt stark. Muss man einfach so sagen. Gehen wir hier ins Training rein, schnell. Denn wir wollen ja auch noch das Spiel gegen Stuttgart machen. Öztunali mit dem A. Ja, kann sich da fast hocharbeiten auf eine 74. Wiedwald macht auch einen kleinen Sprung. Das brauchen wir nicht. Ja, danke, bitteschön. Simulieren mal eben weiter. Und das Spiel gegen Stuttgart ist auch auswärts. Also wir haben jetzt hier ein paar Auswärtsspiele. Wir gehen mal wieder rein, tauschen hier mal wieder das Ganze um. Da haben wir die Blasis. Na, Czerny immer noch nicht wieder so hundertprozentig fit. Dann haben wir den mal rein. Bartels dann dort. Garcia. Vestergaard, Calves, Bargfrede und Fritz für Kirchhoff, weil der nicht besonders fit ist. So, und ich überlege gerade, ob wir das Ganze nicht auch simulieren sollten.
Stuttgart ist zwar, ja, wir können mal kurz reingucken. Ja, Stuttgart ist nicht sonderlich schlecht. Also sie haben 14 Punkte, stehen auf dem 11. Platz momentan. Ja. Doch, doch, wir simulieren das Ganze mal. Da, ich glaube schon, dass wir das schaffen sollten. Ja, gehen wir rein in die Simulation gegen Stuttgart, DFB-Pokal, Runde 2. Mal gucken, ob wir es schaffen können, auswärts. Zuletzt auswärts ja gewonnen und Junuzovic macht in der 10. Minute das 1:0. Klein mit der gelben Karte und Ginczek mit dem Ausgleich per Elfmeter. Ja, erste Halbzeit vorbei, 1:1. Und Fritz macht die Führung, Ginczek mit dem Ausgleich und Uja verschießt den Elfmeter. Junge, wenn es daran scheitert, weißt du, Elfmeter kann man nicht mal in der Simulation hier, können wir nicht mal in der Simulation, und es gibt Verlängerung und Klima mit dem 3:2 für Stuttgart. Eieiei. Und da passiert nicht mehr viel. Doch, Junuzovic mit dem Ausgleich. Oh mein Gott. Junuzovic in der 116. Minute mit dem Ausgleich und dann gewinnen wir nach Elfmeterschießen mit 4:3 und sind eine Runde weiter. Spannung pur. Ja, das hätten wir nicht hingekriegt, glaube ich, hätten wir gespielt. Von daher, puh, ja, wir sind eine Runde weiter. Wir sind in Runde 3 im DFB-Pokal. Und Ecuador, möchten wir nicht hin. 268.000 Turnierpreisgeld. Reicht natürlich weiterhin nicht mit 1,7, um uns hier einen Jugendtrainer zu holen. Oh, Nils Huser, 4 Millionen. Ah, das wäre natürlich, ne? 5 Sterne bei beidem. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber 4 Millionen haben wir natürlich lange nicht. Da können wir nichts machen. Und es geht im nächsten Spiel gegen Dortmund. Ja, die Dortmunder, das ist auf jeden Fall machbar momentan. Die stehen auf dem 13. Tabellenplatz. Nicht besonders gut, will ich mal behaupten. Und wir sind auf dem 4. Natürlich haben wir ein Spiel mehr, das ist ganz klar. Aber trotzdem stehen wir sehr gut da. Und die letzten beiden Spiele ja auch gewonnen. Von daher formkurvenmäßig sind wir auf jeden Fall dabei. De Blas ist zwar momentan in einem Formtief, genauso wie Bargfrede. Aber das sollen wir uns dann nächstes Mal angucken, in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Wir haben zwar heute 2 Spiele simuliert, ja, ihr seht das wahrscheinlich nicht unbedingt so gerne, wenn wir simulieren, aber das waren 2 Spiele, die wir, also wo es vollkommen in Ordnung war, meiner Meinung nach. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Bremen gegen Dortmund. Wir spielen zu Hause und wollen natürlich weitere Punkte sammeln. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.